Leitstelle Königsberg mit einer Alarmierung für die Feuerwache 1 Königsberg. Hafenstraße, Hochwasser, THW bereits alarmiert. Es rücken aus ELW 1, KDOW, HLF, TLF, Leitstelle Königsberg Ende. Jo Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zur dritten Folge von der dieswöchigen Feuerwehrwoche hier auf meinem Kanal Benny. Wir sind gerade an der Feuerwache 1 hier in Königsberg und haben gerade eben eine Alarmierung reinbekommen, die ihr bereits schon gesehen und gehört habt. Es geht nämlich wieder in die Hafenstraße, wo wir ja schon vor 2 Tagen waren. Dort gab es nämlich einen Verkehrsunfall mit einem Zug, mit einem Schnellzug, der ist dort mit 2 PKWs kollidiert. Und jetzt wurden wir zu einem Hochwasser alarmiert, weil es hat ziemlich geregnet in den letzten Tagen. Und jetzt ist wohl das Wasser vom großen Fluss hier von, ich weiß gar nicht, wie nennen wir den Fluss denn? Vom Königsberger Fluss? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall vom Fluss hier ist das Wasser über die Ufer getreten und hat dementsprechend dort, ja, das Hafengebiet überschwemmt. So, wir sind jetzt hier unterwegs mit unserem 1ELW1 von der Feuerwehr Königsberg, den ihr euch auch auf baustellenmods.de herunterladen könnt. Und da die Frage immer wieder kommt, hier zu den Mods, die meisten Mods, die ihr heute sehen werdet, werdet ihr auch dann beim 200.000 Abo Special Mod Paket runterladen können. So, und dieser Wunsch hier war unter anderem wieder ein Community-Wunsch, den ich in den Kommentaren gesehen habe vom ersten Video hier von der Feuerwehreinsatzwoche. Dementsprechend, wenn ihr einen Wunsch habt, schreibt ihn mir gerne in die Kommentare. Wow! Okay, das ist schon eine kleine Überschwemmung, muss man dazu sagen. Es ist ja wirklich alles überschwemmt. Hauptsache, das Feld ist noch trocken, so ein bisschen, ne? Ja, okay. Die Bahngleise ja auch überschwemmt. Also haben wir Gummistiefel an? Ne, wir haben keine Gummistiefel. Da gibt das nasse Füße heute. Also die Bahngleise sind auch komplett überschwemmt. Dann brauchen wir definitiv gleich auch noch hier die Unterstützung vom DB-Notfallmanager. Und anschließend, klar, das THW müssen wir auch einmal hier hinholen. Was wir jetzt als allererstes machen, ist Folgendes. Wir werden jetzt gleich mit weiteren Einsatzfahrzeugen erstmal hier hinkommen, dann kurz überlegen, wie wir fortfahren, weil wir können jetzt hier schlecht mit einer Pumpe anfangen, das alles leer zu pumpen. Das geht nicht. Wir müssen absperren und warten, bis wir hier dann arbeiten können. Weil wir können jetzt nicht diese riesige Menge Wasser einfach wegpumpen. Das geht nicht. So, wir sind ja jetzt hier wieder an der Wache und schnappen uns direkt das nächste Fahrzeug. Wir nehmen jetzt mal das TLF hier mit, weil das können wir auch noch gebrauchen, unter anderem zur Absicherung. Ich weiß jetzt nicht, wie lang dieses Video insgesamt gehen wird, aber das wird schon ein paar Minuten definitiv gehen, weil wir müssen ja gleich auch noch mit weiteren Einsatzfahrzeugen hier, unter anderem die anderen Straßen absperren. Wir haben auch, wie ihr gerade sehen konntet, schon die Straßenmeisterei hier an der Tankstelle gehabt. Also ein Fahrzeug von denen, die können dann gleich auch eben mit absperren. Das ist schon ganz wichtig. Cool. Wenn ihr Bock auf mehr solcher Videos habt, dann drückt gerne den Daumen nach oben Button. Schreibt einen Kommentar mit eurem Einsatzwunsch oder allgemein Feedback. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr kostenlos gerne auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr auch Part von den 179.000 Menschen, die sich für diesen Content interessieren. So, also heute ist ja die Anfahrt nicht ganz so weit. Nicht wie beim letzten Mal, also letztes Mal war das wirklich eine richtig krasse Anfahrt. Aber hierbei geht das ja noch. So, schauen wir uns einmal hier hin. Und wir können theoretisch schon mal anfangen, hier etwas aufzustellen. Ich weiß jetzt nicht, weil wir haben halt hier nicht die Möglichkeit, irgendwie was auf die Straße zu platzieren. Das funktioniert leider nicht. Es gibt ja zwar den Place Anywhere Mod, aber der funktioniert hier leider nicht mit der Straße. So, wir gehen mal kurz hier drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das unter Diversum zu finden ist. Ich glaube ja. Genau, so Schrankenzaun. Den würde ich gerne schon hier hinstellen. Aber leider geht das hier nicht. Hier wäre das schon ganz gut, aber leider kann hier nicht platziert werden. Warte mal, haben wir nicht hier irgendwo die Möglichkeit?
War das nicht auf Alt G? Nee, ich weiß nicht. Kann hier auch nicht platziert werden. Da könnte es platziert werden. Gut, dann machen wir was anderes. Wir müssen da jetzt einfach. Ja, Anlieger bis Baustelle frei ist ja auch nicht ganz richtig. Aber wir können zumindest das Schild hier einmal hinstellen. Und dann fahren wir da jetzt gleich mal eben hin. Machen wir mal eben von unterwegs aus. Wir wollen ja sowieso noch das LF20 mitnehmen, aber ich würde vorschlagen, wir schnappen uns als erstes jetzt mal hier den Kommandowagen. Der kann sich dann darum kümmern. Mensch, Leute, diese Fußgänger, die sehen das doch. Beziehungsweise der Kommandowagen, ja gut, der kann sich erstmal da hinstellen, ne? Aber dann kann sich die Straßenmeisterei drum kümmern. Das wäre dann schon ein bisschen einfacher. So, Heckwarne habe ich bereits angemacht. Und stellen wir da gleich noch Pylonen hin. So, von wegen, hier ist zu. So, ups. So, okay. So, ich habe jetzt mal den Unimog von der Straßenmeisterei Königsberg geschnappt. Und damit fahren wir dann jetzt auch einmal zum Einsatzort. Weil wir haben ja auch noch andere Zufahrtsstraßen, die wir gleich sperren müssen. Da stellen wir dann am besten Funkstreifenwagen hin. Das wäre schon sehr sinnvoll. So, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben ja hier einen wunderschönen Unimog. Und wir haben hier die Möglichkeit, unter anderem die Fernbedienung zu entfernen. Weil da wurde nämlich von manchen geschrieben, dass das etwas störend wäre, wenn die Fernbedienung hier im Lenkrad ist. Ich meine, ich kann es verstehen. Deswegen haben wir das jetzt hier so. Okay, so, dann machen wir das jetzt sofort mal an. Ihr seht, da sind schon die ersten Fahrzeuge, die daher wollen. Und da fahren auch noch Autos rum. Okay, dann müssen wir da gleich auf jeden Fall auch sperren. So, dann machen wir jetzt einmal hier Heckwarner an. Das X. Und fahren die Tafel auch aus. So, wollen die jetzt hier durchfahren? Ja, Kollegen, da kommt ihr jetzt nicht durch. So, schauen wir uns einmal hier hin. So, ach, ist der jetzt uns gerade fast ins Auto gefahren? Mensch, das sind immer die Leute, ne? Die können nicht mitdenken. So. Machen wir jetzt einmal Folgendes. Nein! Ey, was soll das denn, Kollege? Das macht man aber nicht. Ja, jetzt hör mal auf, hier zu hupen. Hier ist gesperrt. Anlieger bis, gut, ist jetzt keine Baustelle. Aber Anlieger bis, da hinten sind frei. Und du bist kein Anlieger, das weiß ich. Da wohnen nicht so viele Leute. So, wir gehen mal nochmal kurz auf Diverses. Und wir stellen dann jetzt ein 30 km/h-Schild noch hier hin. Warum? Ganz einfach, weil die Leute sollen nicht so schnell hier reinfahren, also die Anlieger etc. Ne? So. Was haben wir denn sonst auch schöne Sachen hier? Ne, Umleitung. Ja, Umleitung können wir einmal hier hinstellen. Ich hoffe, das Schild kippt nicht um. So, dann drehen wir das einmal. Ups, das war nicht perfekt gedreht. So, Umleitung. Hier müssen die her. So. Sieht man das auch, wenn man von hier kommt? Ja, Umleitung ist dort ausgeschildert. So, Anlieger bis Baustelle frei. Wir haben es ja schon gesehen. Dann stellen wir jetzt hier noch Warnbarken hin. Weil ich weiß gar nicht, können wir so einen Schrankenzaun eigentlich auch durch die Gegend tragen? Ich weiß nämlich nicht, wie viel der wiegt. Ne, den können wir leider nicht tragen. Schade. Leider, leider nicht. Ist aber auch nicht tragisch. Ja, Mensch, Kollege. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Was hupen die hier alle? Fahren wir auch mal kurz hier an die Seite. So. Dann stellen wir da einfach Warnbarken hin, weil die können wir definitiv hier durch die Gegend tragen. So, Sicherheitsbarke. So. Die können wir auch nicht durch die Gegend tragen. Hä? Also letztes Mal ging das noch. Mysteriös. Okay. Dann machen wir es folgendermaßen. Wir stellen einfach Pylonen hin.
So, machen wir mal hier die Leitkegel von der Feuerwehr. Die können wir aber tragen. Ja, das klappt. Ups. So, das kommt noch hier hin. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Alles klar. So, dann fahren wir einmal hier vorbei. Achso, das Schild haben wir jetzt nicht passenderweise umgedreht. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Das soll hauptsächlich für die Anwohner hier gelten. Ich meine, klar, es gibt auch Personen, die wollen jetzt vielleicht hier zum Arbeiten, zu dem Bahnhofsgebäude hier oder halt auf den Hof, um frische Eier oder sowas zu kaufen. Aber das können wir jetzt momentan nicht tolerieren. Das geht nicht. So, sind wir jetzt hier wieder an der Wache. Schnappen uns mal eben unser HLF. Den können wir eigentlich schon mit etwas weiter vorne hinstellen. Huch, was ist denn hier los? Hä? Das ist ja interessant. Achso, ich glaube, das HLF hat hier einen Bug. Ja, gut. Alright, so, dann haben wir das auch. Da können wir dann jetzt gleich mal kurz schauen, wo wir das am besten positionieren. Ich würde sagen, wir stellen es erstmal mit zu der Straßenmeisterei, weil das THW muss ja jetzt gleich auch noch kommen. Und die Pol muss ja auch noch ausrücken. Okay, die Autos sind an die Umleitung gefahren, das ist schon mal gut. So, schauen wir das einmal hier hin. So als zusätzliche Warnung nochmal für die Autofahrer, damit die auch sehen, okay, hier ist jetzt irgendetwas. Ist auch ziemlich hell und ja, kann man so stehen lassen. Gut, und das Umleitungsschild wird auch hier schön beleuchtet. Das ist doch schon mal ganz gut. Wir haben klar das 30er-Schild, das können wir dann einmal hier an den Straßenrand stellen. Gilt dann halt für die Einwohner. Oder Angehörigen wollte ich gerade schon sagen. Für die Anlieger. So, okay. So, wir switchen uns nochmal kurz rüber. So, das haben wir dann jetzt bereits. Also klar, Rüstwagen können wir gleich auch noch theoretisch holen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, holen wir mal das technische Hilfswerk. Rennen wir mal eben rüber. So, da brauchen wir definitiv einmal den Unimog. Und dann nehmen wir noch die G-Klasse mit. Also eigentlich kann das THW auch komplett ausrücken. So, klar, es gibt einen Follow-Me-Mod. Wohl für ein LS19, wie einige beim letzten Video geschrieben haben. Könnte man auch theoretisch hierfür nutzen. Aber ich finde es immer cooler, wenn man die Einsatzfahrzeuge so selbst mal fährt. Weil ich gehe mal davon aus, dass ihr das demnächst auch machen werdet, dass ihr alle Einsatzfahrzeuge selbst fahrt zu Einsätzen. Weil das macht schon mehr Spaß, als wenn man da irgendwie das von einem Bot steuern lässt. Und wir sind ja auch immer sehr, sehr schnell am Einsatzort, muss man ja dazu sagen. Huch. So, na, vorsichtig vorbei. Und wieder auf die andere Spur. So, wo kommt der Kollege her? Nicht, dass der jetzt aus dem Wasser gefahren kommt. Das wäre natürlich nicht so schön. So, dann stellen wir uns einmal hier hin. Und switchen uns einmal kurz hier rüber zum Unimog. Obwohl eben in der Durchsage gesagt wurde, dass wir eventuell auch den Rüstwagen benötigen, würde ich sagen, bleibt er erstmal auf der Wache. Weil wir haben jetzt die Einsatzkräfte vom THW noch dabei. Und ich gehe mal davon aus, das sollte auch erstmal reichen, weil es geht ja letztendlich nur um die Absperrung erstmal von den ganzen, ja, von den ganzen Straßen hier. Und das sind, meine ich, 4 Straßen laut Straßenplan. Und da werden wir auf jeden Fall gleich noch die Polizei für hinzuziehen.
dann passt das auch. So, perfekt. Gut. Also, wir holen jetzt als erstes mal noch den hier. So, wir fahren jetzt einen etwas anderen Weg, weil wir haben ja auch noch andere Zufahrtsmöglichkeiten zur Hafenstraße und da fahren wir dann schon mal mit einem Fahrzeug vom Technischen Hilfswerk hin. Ich guck mal kurz auf die Karte. Okay. 1, 2, 3 Zufahrtswege, okay. Also insgesamt 4, aber einen haben wir ja schon abgesichert. Dann sichern wir jetzt hier den nächsten ab. Und signalisieren so den Autofahrern: Sorry, aber ihr kommt hier nicht mehr durch. Ja, ihr seht, wow, das ist aber echt ordentlich. Da fährt sogar jemand ins Wasser! Hallo! Er fährt einfach durch. Ja gut. Kann man machen, würde ich aber nicht empfehlen. Okay. Der Zug fährt ja auch noch da durch. Der DB-Notfallmanager ist auch noch nicht vor Ort. So. Auch interessant, dass die E-Lokomotive hier durchfährt. Komm, der soll mal hier anhalten. Weil kann ja nicht sein, dass er hier durchfährt. Also, wir wissen nicht, wie hoch der Pegel noch geht. Klar, jetzt ist es zum Glück ohne größere Probleme. Ohne größere Probleme hat es jetzt geklappt, aber trotzdem, das wollen wir nicht nochmal sehen hier. Das kann ja irgendwann auch extremst gefährlich werden, ne? Also die Hochspannungsleitung muss da definitiv auch, ja, ausgestellt werden. Also wir haben jetzt schon mal hier, ne, die Verbindung zur Hochspannungsleitung gekappt. Ist schon mal besser. So, und gucken wir mal kurz. Switchen wir uns eben durch die Fahrzeuge hier. Ich weiß gerade nicht, wo genau der DB-Notfallmanager ist. Okay, holen wir dann gleich mal eben. Ich weiß, dass er jetzt hier nach den Polizeifahrzeugen kommt. Aber die brauchen wir auch mal eben. Sieht schon mal ganz gut aus. Also hier haben wir zum Glück den Vorteil, dass wir etwas höher gelegen sind in diesem Dorf. So, Kollege, komm mal hier vorbei. Es gibt Leute. Oh je, oh je. So. Fahren wir mal eben dorthin. Und die anderen Kollegen können dann mal zu den anderen Straßen gleich fahren. Wir können das theoretisch auch in diesem Video machen, nur dann geht das Video 40, 50 Minuten. Und das ist ein bisschen lang. Also DB-Notfallmanager holen wir auf jeden Fall noch. So, Danger, Gefahr. So, okay. So, den können die Kollegen gleich fahren. Hier haben wir den DB-Notfallmanager. Schnappen wir uns dann einfach mal. Ihr seht noch hier das Schild BHW. Das ist nämlich ein Ex-Fahrzeug vom Bauhof Weber. So.
Gut, so, jetzt sind wir auch hier vor Ort, fahren auch mal eben hier rein. Fahren dann einmal kurz zur Bahn, um da zu checken, ob da alles in Ordnung ist. Die steht jetzt hier oben. Okay. Fahren wir mal hier rein. Die Kollegen sollten noch die Wiese hier mähen. Naja, so. Schauen wir eben hier hin. Und dann kümmern sich die Kollegen vom DB Notfallmanagement einmal hier um die Bahn. Cool. Ja, wir haben jetzt noch dieses Fahrzeug hier. Hier vorne, das ist von der Zivilpolizei, ein Ford S-Max, der hat hier schon dementsprechend abgesichert. Also ihr seht, hier ist schon Land unter, definitiv. Das ist nicht so cool, dass hier das komplette Hafengebiet überschwemmt ist. Oh, da kommt sogar noch ein Auto rausgefahren. Was soll das denn? Oh Mann, oh Mann. Gut, Freunde. Dann, wir haben ja noch weitere Fahrzeuge hier, wie zum Beispiel hier den vom THW. Also, ich würde sagen, den fahren wir jetzt noch dahin, weil sonst zieht sich das Video ziemlich lang. Weil im Prinzip fahren wir nur Fahrzeuge hin und müssen dann abwarten, dass das Wasser nicht noch höher steigt. Und anschließend können wir dann mit den Aufräumarbeiten beginnen. Schlamm entfernen, wenn welcher da ist, wovon wir mal nicht ausgehen, aber kann ja sein. Und viele weitere Punkte. So. Wir müssen gleich mal kurz gucken. Da können wir mit dem Unimog am besten reinfahren. Wie tief das Wasser jetzt auch letztendlich ist. Ob man da überhaupt mit dem Unimog durchkommt oder nicht. Also ob das hier alles Anlieger sind, fahren so viele Autos immer her. So, okay. Schnappen wir uns mal eben den Unimog hier. Machen mal so eine kleine Kontrollfahrt. Wenn das jetzt zu tief ist, dann kehren wir wieder um. Noch geht es. Also viel tiefer darf das jetzt aber auch nicht werden. Oh, es ist grenzwertig, Freunde. Also noch macht der Unimog mit. Okay, also wir haben ja schon eine beachtliche Höhe von, ja, würde man sagen, mindestens 1 Meter. Ja. Wie viel könnte das sein? 1,20 Meter circa. So, dann checken wir mal eben hier alles mit den Häusern. Okay, da steht der Kollege vom THW. Also viel tiefer darf das jetzt aber auch nicht mehr werden. Sonst kriegen wir gleich Probleme mit unserem Motor. Okay, hier vorne steht noch kein Kollege, aber wahrscheinlich haben die schon hinten abgesperrt. Ja, und letztendlich hier hinten steht ja der Wagen von der Zivilpolizei, die ihr Blaulicht vergessen haben. Grüße gehen raus. So, man muss mal kurz erahnen, wo wir herfahren müssen. Man kann es ganz leicht hier sehen. Da fährt ja auch noch jemand. Was soll das denn? Es gibt echt Leute, die sind verrückt. Das gibt's nicht. So, fahren wir einmal hier zur Unterstützung hin. Und ja, wir haben es jetzt gesehen. Also Höhe ist circa 1,20. Das ist ja schon ein bisschen viel, aber hält sich noch in Grenzen. Gut, Freunde, das war's mit diesem Hochwassereinsatz. Wenn ihr eine Fortsetzung vom Hochwassereinsatz haben möchtet, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, euer Benny.